Ja, es ist gerade schwierig, über den Spiegel zu filmen. Aber ich habe gerade kein Stativ und ich habe auch jetzt lange noch kein Video mehr gemacht, was an technischen Hürden lag. Einmal mit Akku und dann Daten auf meinen Laptop übertragen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich einfach ein altes Handy zur Verfügung bekommen, wo ich dann die SD-Karte, die auch hier in der Kamera ist, ins Handy packen kann und anschließen kann und dann halt die Daten übertragen kann. Und ich wollte jetzt kurz ein Video zu Minimalismus machen. Und zwar, wo ist überhaupt eine Grenze beim Minimalismus? Und im Prinzip gibt es da keine Grenze, was man dadurch verdeutlichen kann, dass selbst wenn man gar nichts mehr besitzt, also auch wenn man wirklich nichts mehr besitzt, auch keine Kleidung und keine Wohnung und so weiter, dann würde es immer noch weitergehen. Dann hätte man immer noch einen Körper zum Beispiel. Hätte man keinen Körper mehr, hat man immer noch einen Geist. Und man könnte immer weiter minimalisieren. Und wo ist da die Grenze? Es gibt da keine wirklich feste Grenze, es gibt nur eine individuelle Grenze. Und dann wäre die nächste Frage, wo ist die für einen persönlich sinnvolle Grenze? Und die ist halt wirklich, wie es halt schon sagt, halt persönlich. Und so ist es eigentlich bei allen Themen, auch in Sachen Ernährung, dass die Grenze immer sehr persönlich ist. Und auch selber, wenn man als Coach zum Beispiel arbeitet, finde ich es einfach sinnvoll, einfach nur dabei zu helfen, dass der Mensch seine eigene Balance oder am besten nicht Grenze, das ist ein eigentlich falsches Wort, sondern seine Mitte, also das zwischen zwei gedachten Grenzen, das zu finden. Und das verändert sich auch ständig, weil es halt in Wirklichkeit nicht wirklich Grenzen gibt. Und außer man, ja, also es gibt halt Leute, bei denen ist das weniger veränderlich und es gibt Leute, bei denen ist das sehr veränderlich. Bei mir ist das zum Beispiel sehr veränderlich, wo jetzt gerade die gedachten Grenzen sind oder auch ob gerade gar keine Grenze da ist. Jedenfalls ein konkretes Beispiel zu nennen. Also ich versuche schon seit 2 Jahren, mich von meinem größten Hobby, und zwar Retro-PC-Hardware, zu lösen und bin heute erfolgreich damit gewesen. Weil ich habe auch seit 3 oder 4 Jahren nichts mehr damit gemacht. Ich würde es sehr, sehr gerne, aber es stehen im Prinzip erstmal andere Dinge an. Und ja, also ich könnte mich jetzt nicht da hinsetzen und damit einfach rumbasteln, einfach machen und tun, obwohl mir das wirklich sehr viel Spaß machen würde und auch eigentlich nichts dagegen spräche. Aber irgendwie will halt irgendwas in mir erstmal was anderes erfahren und wenn ich nochmal Bock drauf haben sollte auf dieses Hobby, dann kann ich das auch immer noch später nochmal verfolgen. Auch wenn dann halt gewisse Hardware-Teile nicht mehr funktionieren werden oder die zu alt sind und vielleicht gewisse Dinge zu selten sind, um die noch zu bekommen. Und einen kleinen Teil werde ich halt auch immer noch behalten, weil ich kann sonst nicht alles auf einmal verkaufen, weil das über 1000 Teile sind. Und ja, für ein paar hundert Euro habe ich jetzt ein paar Sachen reingestellt. Also es ist mir wirklich am schwierigsten gefallen, weil dieses Hobby, ich fand das einfach so genial. Da konnte man sich richtig tief mit beschäftigen. Das ist relativ technisch halt. Und ja, man konnte sich so sehr damit beschäftigen und da gab es halt so viele individuelle Charakteristika von den PCs, Also ich nehme mal ein Beispiel, vielleicht versteht man es vielleicht nicht, vielleicht ist auch jetzt kommt es auch irgendwie jetzt langweilig rüber, aber ich mache es trotzdem mal. Man kann ja auch als Nicht-Interessierter sich manchmal einfach mal oberflächlich damit beschäftigen. Wenn ich zum Beispiel eine Hauptplatine habe, also die Hauptplatine ist das, wo halt die anderen Komponenten des Computers halt draufkommen, damit die interagieren können, wie Prozessor, Arbeitsspeicher und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel eine Hauptplatine von 1999 gehabt für den Pentium 3. Und der hatte zwei Steckplätze für Prozessoren. Das ist schon besonders, dass es halt ein Steckplatz für einen Prozessor ist und kein Sockel, wo man ihn einfach drauf tut, sondern so eine Karte, wo der Prozessor drauf ist und die Karte tut man dann da rein. Davon gab es dann zwei. Und dann konnte man diese Karten so modifizieren, damit halt höhere Geschwindigkeiten und höhere Prozessortypen darauf laufen. Dann gab es eine gewisse Serverversion eines gewissen Prozessors, eines Pentium 3.
Ich fange jetzt ab, ich rede jetzt einfach mal die ganzen Nerd-Begriffe runter, auch wenn ihr die nicht versteht, aber es ist dann für mich einfacher, im Redefluss zu bleiben. Und der hat dann halt doppelt so viel L2-Cache. Dadurch kann er besser Daten auslagern und ist letztendlich damit dann schneller. Und das ist dann sozusagen eine aufgebaute Version eines Pentium 3, nochmal mit auch einer erhöhten Frequenz und mit weniger Stromverbrauch. Und davon sind dann zwei drin, und wenn das der Fall ist, dann sind die sogar schneller als die nachkommende Generation. Dann ist er sogar schneller als ein 3 GHz-Prozessor, und das Ganze wird dann auf einem Mainboard von 19, ich korrigiere mich, von 1998 darauf gebaut, oder war es sogar 1997? Ich glaube 1998. Aber wenn man dieses Board halt komplett aufmotzt, auch mit der, ich bin gleich fertig, auch mit der Grafikkarte, die man modifizieren muss, damit die mechanisch passt und gleichzeitig aber eine besondere mit zwei Stromanschlüssen sein muss, weil das Mainboard, weil das so alt ist, nicht so viel Spannung liefert. Und dann ist es halt wirklich schneller als ein Rechner von 2005. Und es kann aber sogar Spiele zum Beispiel, das ist jetzt einfach eine grafische Anwendung, von bis zum Jahre 2013 teilweise ausführen, obwohl das Mainboard von 1998 ist. Das ist sozusagen dann maximal aufgerüstet. Und wie das in Aktion ist, habe ich dann auch mal vom YouTube-Kanal hochgeladen gehabt, vor ein paar Jahren. Hat dann noch ein paar tausend Aufrufe. Und ja, da könnte ich auch Videos machen, die dann mehrere 10.000 bis 100.000 Aufrufe kriegen, weil das so selten ist. Ja. Ja, solche Sachen halt. Teilweise finde ich das sogar wirklich spannender, als Sozialkontakten nachzugehen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das so geil einfach. Und deswegen fiel es mir auch so schwierig, mich davon zu lösen, aber trotzdem will ich, glaube ich, erstmal andere Sachen machen. Und wie gesagt, gibt es so keine Grenzen. Also ich habe halt, das haben wahrscheinlich viele, diese Schwierigkeit. Einerseits finde ich halt so Technik ziemlich genial. Auch zum Beispiel einen riesengroßen Bildschirm oder Beamer, Spielekonsolen, allgemein Spiele, Computerspiele und so weiter. Und auch was man so für Anwendungen mitmachen kann, aber auch einfach so technische Geräte wie ein Drucker, wo man auch relativ kreativ mit sein kann, zum Beispiel sich irgendwelche Karten, Spielkarten ausdrucken, also besondere Spielkarten, wo man dann mit Freunden spielen kann und so weiter. Aber wenn ich dann in meinem Bewusstsein weiterkomme und mich auch wieder frutarisch ernähre, dann fällt das Bedürfnis danach öfters weg. Manchmal habe ich auch wahrgenommen, dass es aber nicht wegfällt, trotz dieser Ernährung. Und da ist es dann halt schwierig, so seine Mitte zu finden und wie man sich jetzt lösen will oder auch nicht lösen will. Ich glaube, diese Schwierigkeit haben die meisten Leute. Aber letztendlich würde ich trotzdem versuchen, mich von zu lösen und schauen, wie es dann ist. Ich kann es ja erstmal machen, erstmal schauen. Und sollte ich dann trotzdem noch Bock drauf haben, dann kann ich ja immer noch dann einen relativ normalen Job annehmen oder halt mir irgendwas aufbauen, was mir total Spaß macht und dann aber trotzdem irgendwie Geld dafür kriege, obwohl ich nicht so ein Fan von Geld bin. Und dann wieder solche Sachen kaufe, wie ein Rennrad oder sowas oder halt andere materielle Güter. Also falls mir halt die Erkenntnis kommt, dass ich mit so wenig halt, dass ich darauf keinen Bock habe, dann kann ich das schon später immer noch machen. Das muss ich ja nicht jetzt sofort haben, weil die Dinge sind sowieso alle vergänglich, und ein jetzt sofort haben ist sowieso eine Illusion. Ob ich das jetzt habe oder in 5 Jahren, ist eigentlich egal. Deswegen löse ich mich jetzt doch erstmal von den ganzen Sachen und gucke dann, ob ich damit zufrieden bleibe, und wenn nicht, dann kann ich mir immer noch was aufbauen. So habe ich das jetzt für mich gelöst. Dass ich halt nicht absolut im Vorhinein sage, ich will jetzt nie wieder was mit diesen materiellen Sachen oder sowas zu tun haben. Aber ich weiß zu 100%, dass ich glücklicher sein werde, wenn ich mich von löse und mich mit anderen Sachen beschäftige. Aber ich kann halt nicht genau sagen, ob das dann trotzdem irgendwie wiederkommt. Weil was falsch ist daran, ist sowieso nicht. Es gibt halt kein richtig und falsch, auch in der Ernährung nicht. Es gibt eigentlich nur das, was man selber für sich will. Ich finde auch Fleisch essen nicht falsch oder nicht mehr falsch, obwohl ich es die meiste Zeit so gesehen habe. Aber im Prinzip ist alles frei. Und ja, aber speziell dazu auch mit dem, das hört sich für viele auch schon relativ krass an, mit Fleisch essen
sei nicht falsch und so weiter, müsste ich noch mal ein anderes Video darüber machen. Hier wollte ich jetzt nur kurz dieses Minimalismus-Dilemma beschreiben, also wie das auch bei mir persönlich insbesondere aussieht. Ansonsten habe ich eigentlich nicht viel. Also sowas wie Internet zum Beispiel oder auch telefonisch erreichbar zu sein und so weiter, das möchte ich eigentlich auf Dauer nicht. Da muss ich erstmal gucken, wie das funktioniert mit dem Umzug und in einer Gemeinschaft leben. Ja, ich weiß es noch nicht einfach. Einerseits will ich das alles nicht und ist mir das alles irgendwie zu blöd. Und auch diese ganzen Techniken, und finde ich auch alles total unnötig. Andererseits, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ist man noch nicht so weit, wäre das falsch, weil man ist immer so weit, sich davon zu lösen. Andererseits will man das vielleicht doch noch oder ich kann es nicht genau sagen. Also mir wird das eigentlich zu blöd. Also ich will mich nicht so von diesen Dingen abhängig machen. Gleichzeitig, wenn man sich von, kann man die aber trotzdem haben, ohne sich davon abhängig zu machen. Das sind aber wieder zwei unterschiedliche Dinge jetzt im Prinzip. Und bin auch nur ich persönlich. Also andere haben kein Problem damit, auch irgendwie, ja, ich sag mal, spirituelle Praktiken zu machen und trotzdem noch irgendwie eine Drecksschleuder zu fahren, sage ich mal, Internet zu haben, einen relativ normalen Job zu haben. Ich weiß, ich finde da nichts Falsches dran, aber für mich selber finde ich das irgendwie total langweilig, weil das so irgendwie alle machen. Und wirklich so alle, so fast jeder hat Internet, fast jeder fährt ein Auto, fast jeder hat irgendwie einen Job, der relativ normal ist, fast jeder isst, sage ich mal so. Da ist halt nichts Falsches dran. Man kann ja nicht sagen, nur weil alle das machen, ist es jetzt irgendwie falsch. Nur ich finde es halt langweilig für mich persönlich. Also mir gibt das irgendwie nichts. Aber wenn ich dann halt zum Beispiel wieder dichtere Kost zu mir nehme, dann habe ich da wieder kein Problem mit. Aber sobald ich dann wieder ein paar Tage zum Beispiel frutarisch mache, dann kann ich noch nicht mal irgendeine Serie gucken. Ich kann auch nichts spielen und so weiter, weil das alles so unnütze und auf einen wirkt und man automatisch mit seinem Bewusstsein in Regionen geht, die viel spaßiger sind als alles andere, was man so mit Technik und so weiter machen könnte. Und deswegen gehe ich jetzt eigentlich erstmal wieder in die Region und ja, mache da halt meine Erfahrungen und gucke dann, ob ich dann irgendwann darauf dann wieder keine Lust habe und dann wieder zurückgehe zu den ja, zur Technik und was weiß ich. Weil es geht eigentlich nur darum, Erfahrung zu machen und was man halt selber will. Und es gibt da meiner Meinung nach einfach kein richtig und kein falsch. Ja. Und dazu werde ich wahrscheinlich nochmal ein Video machen. Oder warum es meiner Meinung nach kein richtig und kein falsch gibt. Auch bezüglich Fleischessen. Und vielleicht sogar bezüglich noch extremeren Sachen nicht. Okay, bis dann. Ciao.